habe schon die erste Arbeit geschrieben, da habe ich jetzt eine 3,4 geschrieben. Und letztes Jahr hatte ich nur 5, also das hat sich jetzt schon verbessert. Und mit einem guten Abiturdurchschnitt kann ich dann auch hoffentlich auch schneller an die Uni kommen, muss nicht lange warten. Und mit einem guten Abi erhoffe ich mir einfach auch mehrere Möglichkeiten im Leben. Und halt, es geht auch mit der Nachhilfe viel besser, als jetzt, wenn man das mit den Eltern irgendwie macht, weil die wissen jetzt auch nicht mehr alles. Wer für sein Kind einen Nachhilfelehrer sucht, weiß oft nicht, wo er anfangen soll. Und vor allem, was das Beste für das eigene Kind ist. Nachhilfeschulen sprießen wie Pilze aus dem Boden. In vielen Städten reiht sich ein Institut an das nächste. Für Eltern ist das Angebot kaum zu durchschauen. Der 14-jährige Adrian steht in Mathe zwischen 4 und 5. Er besucht eine Gesamtschule. In Mathe ist er im B-Kurs. Das bedeutet auf Realschulniveau. Wenn er weiter so schlechte Noten schreibt, rutscht er ab in den C-Kurs, in die Hauptschule. Adrian hat ja die 5 geschrieben in Mathe und dann musste was passieren. Dann hatte ich es nochmal probiert, den Adrian zu unterrichten. Und die Problematik ist halt auch, man guckt sich das an und denkt, man kann es wahrscheinlich. Und also unterm Strich, es kommt nichts bei raus. Ja. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie geht's jetzt weiter? Und dann haben wir gesagt, okay, am besten wird es halt sein, dass der Adrian halt einen Lehrer bekommt, dass wir so Einzelunterricht bekommen für den Adrian. Zweimal die Woche kommt eine studierte Pädagogin vom Abacus-Institut zu ihm nach Hause. Sie wurde nach einem Vorgespräch speziell für Adrian ausgesucht. Hast du deinen Mathe-Test wieder? Ja. Und? 4. Eine 4? Ja. Ich lasse dich zwei Wochen. Da hast du dich auch so gefreut, dass du dachtest, du hättest eine 1, oder? Innerhalb eines Monats hat sich Adrian zwar von einer 5 auf eine 4 verbessert, doch das reicht nicht aus. Heute geht es um die Proportionalrechnung, ein schwieriges Thema für Adrian. Vor allem die Lücken aus den vergangenen Jahren machen ihm zu schaffen. Mit Nachhilfe sollen diese nun geschlossen werden. Dann rechne das mal aus weiter, wie du jetzt von 100 Kilometer auf 1 Kilometer kommst. Ja. Mittlerweile ist er froh, dass ihm die Lehrerin hilft und den versäumten Stoff mit ihm aufholt. Welche Linie ist das jetzt? Die 22. Ist genau diese Linie. Ich habe auch gemerkt, es gibt Lücken in der Schule und alles. Selber habe ich die Nachhilfe nicht gewollt. Meine Eltern wollten das dann. Ja, dann haben wir das mit der Nachhilfe gemacht und es wurde dann auch besser. Also beim Adrian habe ich festgestellt, dass er Grundlagenwissen halt nicht hat. Also zum Beispiel Stoff aus der Grundschule, wie lerne ich das Einmaleins? Wie dividiere ich und wie multipliziere ich? Das brauchte er jetzt zum Beispiel für die Bruchrechnung. Er konnte die Bruchrechnung nicht, weil er nicht wusste, wie er dividiert und multipliziert. Und da habe ich ihm zum Beispiel als Grundlagenaufgabe erstmal gegeben, diese Einmaleins täglich zu lernen. So wie Adrian bekommen in Deutschland über 1 Million Kinder regelmäßig Nachhilfe. Bis zu 1,5 Milliarden Euro geben Eltern dafür aus. Jährlich. Die Verbraucherorganisation Aktion Bildungsforum, kurz ABI, beobachtet den Markt seit Jahrzehnten und stellt fest, Tendenz steigend. Die Gründe, warum Eltern und Schüler fremde Hilfe suchen, sind unterschiedlich. Es werden ständig neue Lehrinhalte in die Bildungspläne mit aufgenommen. Das sorgt für Unruhe, das sorgt für Unsicherheit, auch bei den Lehrern und auch für mehr Bedarf. Die Wirtschaft verlangt immer mehr. Die Eltern haben eben auch ein Interesse, für ihre Kinder das Beste zu wollen, gerade heute in der Wettbewerbsgesellschaft. Einzelunterricht beginnt in der Regel bei einem Stundenpreis von etwa 18 Euro. Adrians Vater zahlt für 90 Minuten stolze 49 Euro. Bei zweimal in der Woche Nachhilfe sind das rund 400 Euro jeden Monat. Dafür bekommt Adrian aber Einzelunterricht zu Hause von einer hochqualifizierten Lehrerin, die sich nur um ihn kümmert. Ich meine, der Weg ist schon hart draußen und man braucht halt schon einen guten Abschluss und auch eine gute Ausbildungsstelle oder einen guten Job zu finden, ja. Und das war uns schon sehr wichtig. Und deswegen war uns das auch wert, das zu bezahlen, ja. Und es ist ja auch nur zeitlich begrenzt. Okay, Adrian. Die Nachhilfe ist zwar teuer, soll dafür aber schon in ein paar Wochen wieder vorbei sein. Die Eltern haben bei der Nachhilfeschule nur 10 Stunden pro Fach gebucht, um flexibel wieder aussteigen zu können. Das Ziel, Adrian soll lernen, wie er in Zukunft alleine üben kann. Dann hat er auch wieder mehr Zeit für seine Hobbys. Eigentlich ein wichtiger Ausgleich für den Schulalltag.
Also Nachhilfe sollte ja auch nicht zur Schule neben der Schule ausarten. Der Schüler ist ja ohnehin schon strapaziert und die Nachhilfe sollte ihn ja nicht dann auch noch mal überstrapazieren. Angebracht sind maximal zweimal pro Woche etwa eine oder eine Doppelstunde. Für manche Schüler ist das Lernen mit anderen angenehmer und leichter. Claudia Wutschig geht in die 12. Klasse des Gymnasiums. Jahrelang war sie eine sehr gute Schülerin. Doch vor 3 Jahren ließen ihre Noten nach in Deutsch und Mathematik. Weil sie den Anschluss nicht verpassen will und ein gutes Abi machen möchte, besucht sie ein Nachhilfeinstitut. Ein gutes Abitur möchte ich machen, weil ich hinterher Medizin studieren möchte. Und natürlich ist da ein guter Abschluss auch gefordert, denn dann habe ich auch keine langen Wartezeiten, zumindest erhoffe ich mir das. Und klar, mit einem guten Abi, da hat man es bestimmt auch ein bisschen leichter, erhoffe ich mir einfach mal im Leben. Die Anforderungen für eine gute Abiturnote sind sehr hoch. In Mathematik fällt ihr die Kurvendiskussion schwer, in Deutsch die Interpretation von fremden Texten. Häufig bleiben nach dem Unterricht noch Fragen offen. Dann ist Claudia froh, dass sie Nachhilfe hat. Die Nachhilfe, die bringt mir sehr viel, denn sie bietet mir Sicherheit. In der Schule, wenn ich irgendetwas nicht verstanden habe oder wenn ich mir auf irgendeinem Gebiet nicht sicher bin, in irgendeinem Thema, dann weiß ich, dass ich einen Ansprechpartner in der Nachhilfe habe, die ich darauf ansprechen kann und fragen kann, ob sie es nochmal erklären oder noch ein bisschen ausführlicher. Und einfach nur diese Sicherheit ist mir ganz wichtig. Aus diesem Grund geht sie 2-mal die Woche je 90 Minuten zum Nachhilfeinstitut Studienkreis. Hier wird der Unterricht in Gruppen abgehalten. Dort holt sie ihre Lücken auf, bereitet sich auf Arbeiten vor und vertieft den in der Schule gelernten Stoff, zusammen mit anderen. Die Gruppen sind klein, maximal 3 bis 5 Schüler. So kann sich die Lehrerin um jeden kümmern, trotzdem können lebhafte Diskussionen in Gang kommen. Und dann müsste das ja eigentlich heißen, dass es auch eine richtige Religion ist. Also das war einfach ein Schluss daraus, dass es einfach keine wahre Religion gibt. Gruppennachhilfe. Für manche Schüler bringt sie gegenüber Einzelunterricht Vorteile. Von dem gemeinsamen Lernen profitieren die Schüler. Also aus meinem Erfahrungsschatz heraus würde ich sagen, dass sich die Kinder oder die Jugendlichen in der Gruppe durchaus wohler fühlen, weil sie nicht das Gefühl haben, so auf dem Präsentierteller zu sitzen und dass ihnen ständig die Lehrkraft im Nacken sitzt und jetzt wirklich jedes Wort kontrolliert. Wir kontrollieren natürlich auch, aber eben wirklich erst am Ende, wenn sie ihre Produktionsphase sozusagen hinter sich haben. Und vor allen Dingen, wie man jetzt gerade eben auch hier in der Gruppe gesehen hat, es findet durchaus auch einen Austausch statt. Also die Kinder profitieren auch vom Wissen der anderen. Wenn man in der Gruppe sitzt, dann weiß man, okay, die haben Verständnis dafür, dass ich das nicht kann. Und der Lehrer ist da und hilft uns allen, nicht nur mir. Und somit finde ich auch, sind die Ergebnisse echt gut. Und deshalb gefällt mir das wirklich gut in Gruppen. Wenn ich jetzt was frage, dann halte ich nicht den ganzen Unterricht auf, sondern dann ist es so eine kurze Zwischenfrage und dann ist auch wieder in Ordnung. Aber wenn ich in der Schule frage, dann halte ich ja den Unterricht auf und die es dann alle verstanden haben, sind dann genervt, weil ich nochmal frage. Das ist auch peinlich. Ja, natürlich. Auch hier sind die Lehrer echte Profis. Studenten oder fertig studierte Akademiker, spezialisiert auf ein bestimmtes Fach. Darauf sollten Eltern unbedingt bei der Wahl der Schule achten. Das Institut hat hauseigene Übungsblätter und Lehrliteratur zu bieten. Darauf können die Lehrer und Schüler zurückgreifen. Mit dem Nachhilfeschüler wird der Vertrag besprochen, den die Eltern dann unterschreiben. Dabei sollte man darauf achten, dass er kurze Kündigungsfristen enthält. Empfehlenswert ist 1 Monat, maximal 3 Monate. Wichtig, nie vorschnell unterschreiben und den Vertrag genau durchlesen. Also wichtig ist immer das, was im Vertrag steht, aber dieser Vertrag kann ja geändert werden, denn ich bin ja der andere Vertragspartner als Mutter oder Vater des Nachhilfeschülers. Und ich empfehle sogar, auch das zu tun, also zum Beispiel hineinzuschreiben, dieser Vertrag ist monatlich kündbar oder ich habe das Recht, einen anderen Lehrer zu fordern, wenn mein Kind mit diesem Lehrer nicht zurechtkommt oder Ähnliches. Außerdem, Verträge sollten auch ohne Frist kündbar sein. Wichtige Gründe sind etwa Umzug, Krankheit des Kindes oder Schulwechsel.
Zwischen 150 und 180 Euro lassen sich die Eltern Claudias Nachhilfe jeden Monat kosten. Das komplette Kindergeld wird dafür investiert. Sie möchten, dass die Tochter ihren Berufswunsch verwirklichen kann. Ich bin Kroatin, wir kamen von Kroatien hierher. Ich habe hier auch die Schule besucht, ab der 5. Klasse. Mir fehlt die Grundschule, die deutsche. Ich kann ihr nicht helfen, verstehen Sie? Und wenn ich die Mittel jetzt finanzielle dazu habe und diese 150 oder 180 Euro sind es mittlerweile, für sie bekomme, dann gebe ich es auch für einen Zweck für sie aus. Schule. Das ist häufig der Lebensmittelpunkt der Kinder. Bei Problemen mit dem Lernen sollte daher die Schule des Kindes ein erster Ansprechpartner sein. So können oft auch die Lehrer andere Schüler aus höheren Klassen als Hilfe vermitteln. Luis Gerken besucht die 10. Klasse der Realschule. Für ihn und seine Mitschüler geht es demnächst ums Ganze. In Kürze wollen sie ihren Schulabschluss machen. Dann beginnt die Jagd nach einem guten Ausbildungsplatz. Bei der Ausbildung was Kaufmännisches. Einzelhandelskaufmann oder was anderes. Oder jetzt habe ich letzte Woche ein Praktikum im Hotel gemacht. Da vielleicht Hotelfachmann. Das muss ich noch genau überlegen. Gute Sprachkenntnisse und mathematisches Verständnis sind dafür ein Muss. Doch genau da hapert es bei Luis. 2 Jahre lang hat er deshalb Nachhilfe in einem Gruppeninstitut genommen. Doch ohne Erfolg. Ja, also ich war dann Mathe und Englisch und in Englisch hat es gut geklappt, aber in Mathe nicht so, weil wir da immer zu viert oder zu fünft waren. Und ja, das konnte ich mich nicht so gut konzentrieren, da hat sie nicht immer Zeit für mich gehabt. Und da ist einzelne Nachhilfe halt schon besser. Eine Weile versuchte sich Luis noch durchzubeißen, doch in seinem Angstfach Mathe wurden die Noten immer schlechter, bis er irgendwann auf einer 5 stand. Nicht lachen, Luis. Weiß ich jetzt. Nicht lachen, Luis. Es gibt natürlich auch Kinder, für die jetzt die Gruppennachhilfe nicht besonders geeignet ist, weil sie einfach Probleme haben, die sehr individuell sind oder die möglicherweise auch über ganz lange Zeit entstanden sind. Da sollte man dann wirklich daran denken, Einzelnachhilfe zu nehmen. Der Klassiker, Nachhilfe durch andere Schüler. Seit einem Monat bekommt Luis Mathe-Nachhilfe bei einer Abiturientin. In der Schule hatte sich herumgesprochen, dass die 18-Jährige auch anderen Schülern erfolgreich geholfen hat. Vom Unterricht profitieren beide. Also für mich ist es natürlich so, gerade da ich jetzt aufs Abi zugehe, kommt der Stoff natürlich auch immer irgendwo dran. Also Trigonometrie oder sowas, Sinus, Cosinus kommt immer wieder dran und so wiederhole ich es einfach selber, was ich ja sonst nie machen würde. Also bei meiner Abiturvorbereitung käme ich jetzt nie auf die Idee, nochmal Stoff aus der 10. oder so zu wiederholen. Und so mache ich es ganz automatisch, ohne dass ich praktisch ja mich nochmal extra hinsetzen muss. Das bringt mir natürlich so auch was dann einfach. Genau, in den Kreis, genau, und einmal außen rum, das ist der Umkreis um dieses Neuneck, der umschließt es praktisch. Und dessen Radius beträgt 7,6 cm. Einmal die Woche bringt sie Luis das bei, was er in der Schule nicht gut versteht. Vor allem schließt sie die Lücken, die bei ihm schon vor langer Zeit entstanden sind und ihn noch belasten. Ganz kleine Striche, ja. Hier bei der Sonja kostet es nur 10 Euro die Stunde, im Institut war es schon 20, 25 Euro. Und ja, auf jeden Fall billiger. Und es bringt mehr. Viele Eltern lockt der günstige Preis von 8 bis 12 Euro pro Stunde. Der Vorteil, Steuern fallen keine an. Schwarzarbeit ist das dennoch nicht. Meist wird die Steuergrenze bei Schülern und Studenten nicht erreicht. Wenn eine Nachhilfe eher im privaten Bereich stattfindet, dann gibt es in der Regel auch keine Verträge. Das heißt also, die Einzelnachhilfe hat in diesem Fall auch einen Riesenvorteil. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, dass sie nichts bringt, kann ich sie sofort beenden. Der Erfolg lässt sich sehen. Von einer 5 hat Luis sich auf eine 3 verbessert. Und das innerhalb von gerade mal 4 Wochen. Dass Sonja selbst noch Schülerin ist, findet er gut. Okay. Ja, das ist besser, weil sie selber noch auf der Schule ist. Und sie das ist noch nicht so lange her, dass sie das gemacht hat, wo ich jetzt gerade mache. Und ja, ich verstehe mich gut mit ihr, das ist auch wichtig. Also habe einen guten Bezug zu ihr und ist auch vorteilhaft beim Lernen. Nachhilfe zu Hause mit Einzellehrer, im Gruppeninstitut oder durch andere Schüler und Studenten. Sie muss zum Kind passen und zum Geldbeutel der Eltern. Es als Eltern selbst zu versuchen, hat oft wenig Sinn und stört nur den Familienfrieden. Die Hauptsache ist, Nachhilfe darf nicht zur Dauereinrichtung werden, egal aus welchen Motiven man sich dafür entscheidet.